Moin, hallo und herzlich willkommen, Freunde. Heute möchte ich mal schweren Herzens ein bisschen meckern über Tarkov. Wir alle wissen ja, Tarkov ist ein Hardcore-Shooter, ist ein echter Hardcore-Shooter. Nicht jeder Shooter, der Hardcore im Namen hat, ist ein Hardcore-Shooter im Sinne von Tarkov. Ein Isonzo zum Beispiel ist auch ein Hardcore-Shooter, aber bloß weil ich mit einer Kugel getötet werden kann, ist es nicht wirklich immer ein Verlust sozusagen, genau wie ich in COD auch den Hardcore-Modus spielen kann. Man verliert halt da nichts, ja. Und deswegen ist Tarkov das Spiel, was es ist und was wir lieben und wo wir auch über gewisse Schwächen und Fehler hinwegsehen können, weil wir dieses Spiel in unser Herz geschlossen haben. Aber wir kämpfen ja nicht nur in letzter Zeit mit Dingen wie einem schlechten Ping, Desync, Soundprobleme hier und da und dort und überall, sondern neuerdings auch mit unsichtbaren Gegnern. Ich hatte dazu ja schon mal ein Video gezeigt, wo ich einmal für meine Mates unsichtbar war und ein anderes Beispiel, wo mein Mate für mich unsichtbar war. Und ich war der Annahme, dass das halt nur für die eigene Gruppe der Fall ist, ist es aber nicht, wie ich schmerzlich feststellen konnte. Und das geht irgendwie gar nicht. Das darf nicht sein. Sowas darf nicht sein. Wir haben die anderen Probleme, okay, da kann ich hinwegsehen drüber und kann damit leben, aber mit dieser Kacke komme ich einfach nicht klar. So, ich habe euch dazu mal wieder zwei Beispiele ins Video gepackt. Zieht's euch rein, wünsche euch viel Spaß und Nikita, da muss was gemacht werden. Das kann so nicht im Raum stehen bleiben. Ich habe bisher so viel Spaß in dem Vibe gehabt und komme auch relativ gut voran, aber das geht nicht. Ich habe ja schon keinen Bock mehr sozusagen oder Angst, in den Raid zu gehen, weil ich nicht mehr weiß, ist dieser Typ jetzt, der mich beschießt, unsichtbar oder... Man kann auch gar nicht mal sagen, ist es jetzt eine Spielmechanik, ja, ein Feature sozusagen, oder cheatet der Typ? Man kann es gar nicht mehr auseinanderhalten. Bitte, bitte, fix das unbedingt schnell. Und ja, wie gesagt, viel Spaß mit dem Video. Lasst mir gerne Kommentare dazu da, wie ihr das seht, was ihr für Erfahrungen gemacht habt. Wie gesagt, es betrifft nicht nur die eigenen Mates, wie ich es am Anfang angenommen hatte. Nein, es betrifft auch die Gegner und was weiß ich nicht noch alles. Ich höre keine Schüsse, ich höre keine Steps. Ich falle einfach tot um und ja, es macht keinen Spaß mehr so. Gut, wir sehen uns. Haltet die Ohren steif. Bis dahin, euer Senseless. Tschüssi. Glaube... Hier links ist das Hotel doch, oder? Ja, genau. Nee, warte mal, wo sind wir denn? Nee, Quatsch, nee, scheiße. Wir müssen hier runter. Hier rechts wäre die Baustelle. Hier nee, links runter rennen. Links runter rennen. Da ist ein Spawn genau vor uns. Bist du hinter mir? Ich höre dich nicht. Ich bin hinter dir. Okay. Siehst du mich nicht? Bin ich wieder unsichtbar oder so? Ich sehe dich nicht. Na, guck mal hier. Nee, du bist unsichtbar. Oh, verdammte Scheiße. Mist. Aber die Gegner können nicht sehen, also. Ja, ich verlasse mich ja eh nicht darauf. Wir müssten eigentlich jetzt das schnellstmöglichst rüber in die Kammer. Da ist so ein Spieler, hallo? Wo? Vor dir? Du bist einfach an ihn vorbeigelaufen, Bro. Hier, guck mal. Ich weiß noch nicht wo.
Ich hab ihn nicht gesehen. Oh, verdammt, ich bin tot. Wo war denn der? Du bist reingegangen und dann rechts und der stand direkt vorne an der Tür. Bei mir nicht. Dann hab ich ihn gesehen und du nicht. Ey, sind ja jetzt alle unsichtbar für mich oder was? Was ist denn das für eine Scheiße? Keine Ahnung, ich bin auf jeden Fall gestorben von so einem Schrott mit einem Heini. Oh. Warum hast du ihn nicht erschossen? Ja, weil ich gedacht hatte, das wärst du. Und dann habe ich nicht geschossen, hat er aber geschossen. Dann war es schon zu spät. Hä, ich verstehe jetzt hier überhaupt nichts mehr. Warum habe ich ihn denn nicht gesehen? Der war dann unsichtbar. Wie ich bald bei dir. Oder bin ich blindfischig hier durch die Welt gerannt gerade? Also, du bist ja geradeaus durch die Tür. Dann bist du direkt durch die Tür und dann rechts rein, oder? Ja. Und genau geradeaus vor dir stand der. Also, so, du hättest den gesehen, wenn du gerade auf die, du bist ja geradeaus auf die Tür zugelaufen. Warte mal, erschießt? Der ist 100% unsichtbar. Also war unsichtbar für dich. Ich höre hier eine Tür, Alter. Ich sehe. Alter, willst du mich verarschen oder was? Was ist denn das für eine Scheiße? 156er Ping, Alter. Gleich sind wir draußen. Bei mir auch. Ich laufe 2 Meter stehen mitten auf der Straße und dann bin ich raus. Schneller als wie wir drin waren. Ja. Das ist mein Job. Das ist mein Job. Nee, das machen wir jetzt mal. Ah, ist doch sogar perfekt. Ja. Gehen wir direkt rein. Vielleicht schaffen wir das ja noch. Ich hoffe doch. Er leckt übelst, Alter. Ach so, ihr seid da hinten runter gerannt. Ja, direkt in die Garage, ne? Ja. Direkt in die Tiefgarage. Na, ich gehe hier durchs Zimmer. Also, wir treffen uns unten. Ist noch Licht in deinem Zimmer. Ein Howard Carpenter-Fan, was? Im Zimmer, ganz hinten. Ganz hinten. Mal Licht. Ganz hinten. Warte, such doch mal hier noch ein bisschen was zusammen. Ich abholen. Irgendwas aufheben oder so. Muss man Matze fragen, ich weiß es nicht, der hatte die Mission. Ja, ich denke mal, ich muss irgendwas aufheben. Ja. Ich hab mal hier war ein Punkt. Sucht noch jemand einen USB-Stick? Ja. Nee, auf dem PC liegt was. Was musst du mitnehmen? Ein PC? Ja. Hey, wo seid denn ihr jetzt? Hier warte, nicht. Ich komm mal hier raus. Taschenlampe bin ich. Draußen. Ich sehe keine Taschenlampe. Oder? Doch, ich sehe eine Taschenlampe. Ah, da läufst du gerade. Ja, ich renne und springe und rede. Okay, ich ja, hier, ich bin neben dir. Hier. Ah, okay, perfekt. Hier sind wir. Hä? Hier war da gerade ein Punkt. Lass den scheiß Punkt, du musst. Hier, auf dem PC. Hier. Auf dem PC, wo ich sitze. Da liegt da nichts. Was? Da liegt nichts, ja. Ich kann den nur durchsuchen. Ey, wo bist denn du überhaupt? Es geht schon wieder los. Ja. Siehst du ihn ehrlich nicht? Wer zappelt denn hier? Bist du das schon mit dem Nachtsichtgerät? Ey, du bewegst dich wie so ein Roboter, Alter. Das ist ehrlich? Ja, und wo ist Bleispender? Der ist direkt neben mir. Der ist direkt auf dem Safe drauf. Okay. Ich sitze auf dem Safe. Nö, ich sehe dich nicht. Ach komm, Alter, halt's mal. Ich könnte schon wieder hier. Ja. Ich dreh bald durch, Alter. Ja, mach ich mit. Alter. Oh, ich kann mich so gar nicht richtig ducken hier. Aber. Ja, HDD ist aber ohne. Ey, du doch, bewegst. Eine Festplatte war's. Die oben auf dem PC lag. Ja, ja. Na, nee, die lag hier hinten auf dem Schreibtisch. Was auf dem Schreibtisch? Daran kann mich nicht erinnern. Ja, hier. Aber du siehst mich ja nicht. Nee. Ich zucke auch übelst für ein Zapple, Alter, hier. Hier, Packet lost, Alter. Ach, Mann, komm. Ich hab doch schon noch die Faxen dicker heute hier. Das hat keinen. Echt Sinn. Traurig. Nee, das können wir glaube lassen. Das können wir lassen. Eigentlich nur versuchen rauszukommen auf Heilung. Ja, genau. Ich will ja was einstecken, nimmt's einfach nicht. Ja, das ist eigentlich. Ja, du kannst das nicht einstecken, ich sag dir warum, weil ich es schon eingesteckt habe oder der ach so. Blei. Genau. Für dich liegt der Scheiß, für dich liegt der Scheiß immer noch da. Das ist auch traurig. Ja. Das ist ein Visier und sowas liegt da, ne? Nee, so ein Raptor, so ein, wie sagt man, so ein. Den hab Charging Handle oder sowas. Ja. AR-15 Radian Weapons Raptor Charging Handle. Mhm. Ja. Den hab ich einstecken. Okay, dann würde ich sagen, weiter. Ich hab keinen Bock.
Es ja, ich hab auch keinen Bock. Ich hab auch keinen Bock. Ich würde sagen, eine nacheinander einfach durchstarten. Raus. Einfach raus mit Alt F4 und nochmal neu reinkommen. Vielleicht siehst du den. Wenn, wenn, bei mir geht's ja. Bei mir geht's auch. Matze müsste das machen. Matze müsste einmal. Ja, ich mach mal. Wir sind ja erstmal safe hier drinnen. Gut. Ja, wenn was kommt, dann. Ich bin mal raus. Ich mach mal. Ja, die Curls wieder an. Mann. Nicht vor die Tür stellen, wenn es geht. Am besten auf den Schreibtisch. Ich stehe auf dem Schreibtisch. Siehst du mich nicht? Doch, dich sehe ich. Ich sehe alle, alle Beine. Ach, du bist das dort. Ja, das war schon. Ja, ich rumkroch an der Tür. Ach, Mann. Das ist so nervig, Alter. Ey. Kannst du nicht nochmal spielen? Voller spannender Geschichten. Es steckt auch Tarkov voller spannender Geschichten. Paul, so. Geschichten aus dem Paulanergarten. Ja. Es wird dunkel und dunkler. Hier wird es gerade richtig dunkel. Zappenduster wird hier. Klar, ja. 2 Minuten, Alter. Jetzt mache hin hier. Ach, das ist doch sinnlos. Ich wollte heute eigentlich gut in den Tag starten. In den Tag starten am Abend. Philtastic, moin, grüß dich. Danke, dass du da bist. Ich habe die Facecam mal aktuell ausgestellt, weil wir eine Nacht-Raid machen und da habe ich hier die Beleuchtung aus, dass ich nicht geblendet werde so stark. Sonst sehe ich nachts nicht so gut. Ich bin nachher, wenn wir Dark-Raids machen, wieder, siehst du mich auch mal, wie ich aussehe. Schön, dass du da bist. Auf jeden Fall freue ich mich. Herzlich willkommen. Oh, ey. Es ist doch Wahnsinn. Mhm. Noch nicht jetzt, drin. Jetzt, nein. Jetzt sammelt er, ja. Ja. Ey, ich sehe ja, dich, ja. Geil. Ich hoffe jetzt nur, dass der Matze auch Leute sieht, die wir eventuell nicht sehen. Da bin ich später, ja? Ja. Na ja. Geil. Aber es leckt. Wie er hinhackt. Ja, es leckt übelst. Ich hacke auch mit aus der Tür. Da vorne ist ein Skeff. Und der hackt genauso. Aber ab, Rubberbanding und hacken. Aber ich darf den nicht. Das sieht uns, gar nicht aus. Ey, ich kann das. Alter, kriege ich mal das Zeug hier gelootet? So. Ich kann den nicht treffen, ich schieße nicht. Wo ist er? Der ist nach links gelaufen, ganz nach links. Aber 1 Zentimeter habe ich den kurz gesehen. Hau ab. Das Dumme ist nur, das juckt die nicht. Dass wir hier. Nee. Ja, da, für die gibt's keine Rubberbanding. Nee. Die sehen dich, Auto-Aim und drauf. Ende. Ja. Dann fällst du einfach um hier. Ja. Und für dich warst du noch hinter dem Auto und warst am Liegen. Mhm. Ja. Naja. Mit Gas weg. Das geht. Logisch. Oh ja, ich schnipse zurück und vor und oh, wie Flummi. Ich laufe bloß Alter. In Zentimeter-Schritten. Ja. Tippelschritte. Ich gefühlt auch. 2 Schritte vor, 1 zurück. Oh nee. Ich will hier raus. Ich will das nicht. Du kannst doch hier nicht machen. Jetzt geht's wieder kurz. Jetzt wird er ganz flüssig auf einmal. Oh, ich hör's. War irgendwo Licht. Ja, da, oder glitscht das von oben durch? Das von oben, ja. Ne, hier kommt er. Der Skeff kommt. Ja, ist weg. Ach, mit einem Schuss, hört er auf. Naja. Ich hab bescheißt doch. Ja, ich cheate, Junge. Du kannst ihn doch gar nicht treffen, so wie der hackt. Ne, für mich lief er flüssig. Ach so. Geil. Ey, das ist normal. Oi. Ein schönes Ding. Ja, schön. Also die ist nicht hässlich. Würde die mitnehmen und dann würde ich einmal reparieren. Dann hast du eine schöne Waffe zum Spielen. Ach, nimm sie mit schon. Dann nimm du sie mit. Also ich meine für dich. Ich würde die nicht mitnehmen. Für dich. Nö. Mein Stash ist voll. Ich weiß nicht, wohin den ganzen Scheiß. Ist egal. Ich, nimm erstmal. Nein, ich will das nicht. Entweder nehmt ihr die mit. Oder was hat er für Munition drin? PS oder was? Ich will AKs nicht so gerne. Ich nehme sie mit. Nimm sie mit. Ich nehme sie mit, hat er noch. Nimm die Girasa mit, aber die Kohle ist natürlich meine. Brauche ich ja nicht. Die Magazin mit, geile Girasa kannst du anziehen. Da bist du unbesiegbar. Oh, Adrenalin. Ja. Geil. Das gebe ich mir natürlich. Ich will nur raus. Oh, Alter, bist du verrückt? Was soll das? Bist du verrückt? Ich wollte sicher gehen, dass er tot ist. Wo geht's denn raus? Underpass. Was ist denn das? Mich schiebt ja was durch. Underpass? Sewer River. Das ist Geruch da. Lauf mal, du hier vorne. Okay. Ja, Abwasserkanal, Unterführung, Hinterhof. Ah, warte mal, hier habe ich doch noch den Schlüssel. Lass uns doch kurz hier hochgehen. Wenn wir schon mal hier sind. Was gibt's da oben?
noch ein bisschen Loot und mitnehmen. Für to go. Okay. Ah, da ist das. Da war ich noch nie drin. Ach hier, nicht, auch nicht. Das ist ein richtiges Großraumbüro. Hier ist gar nichts, Alter. Eine Mikrowelle. Am Anfang des Vibes, hier war so viel geiler Stuff und jetzt liegt hier einfach gar nichts mehr. Eine Seife kann ich mir ja entnehmen. Was ist denn das? Eine Katze? Also hier liegt einfach nichts. Nee. Ein Motor liegt hier. Hm, brauche ich nicht mehr. Ich war im Raum drin und bin wieder im Bad. Was ist geil? Ich hab ein Ei. Meyers Ei. Ich kann es so nicht spielen. Aber es ist auch der Wahnsinn, oder? Ich war gerade wieder im Bad. Übel. Es ruckelt auch irgendwie. Es ja. Auf euch? Was? Schüsse? Wo? Irgendwann? Ich habe da gerade einen Schuss gehört. Also ich hab keinen Schuss abbekommen. Also war nicht auf mich. Ich habe gar keinen gehört. So, wo wollen wir jetzt hin? Ach so, wir müssen zum Lexus. Da muss er ja durch seine Garage kriechen. Genau, Lexus müssen wir. Ja, ab zum Lexus. Ich bin schon unten in der Treppe und warte auf euch. Ein Fleischbänder und dann Vollgas. Das wird hier. Da liegt einer, hat den Arsch dran gemacht. Oh, hier wird der Rubberbanding. Zack. Oh, zurück. Alter. Wollen wir vorne raus oder hinten rein? Wie ihr wollt. Baustelle ist vielleicht kürzer, oder? Was günstig ist halt. Naja, es ist beides nicht so günstig. Nicht das Gelbe vom Ei. Baustelle ist ja dieses Gäste. Konnte man hier irgendwie durch den Zaun springen? War das so? Ja, hier hinten links. Also ein bisschen weiter geradeaus und dann links. War vorne Grenade. Was? Das habe ich nicht gehört. Na ehrlich? Aber ich. Den Schuss jetzt? Jetzt hat's geschossen. Nö, habe ich auch nicht gehört. Ja, hä? Scheiße. Ach, das ist doch scheiße, Mann. Hier ist wohl irgendwo noch ein Zaun hier. Ach ja, hier in der Mitte, hier vorne war das hier. Mhm. Ja, in dem roten Container. Und dann muss ich nämlich links rum. Das habe ich ja gemerkt. Genau. Hier ist es doch. So, hier durch. Und dann hier vorne links, ha? Ja. Ja, genau. Habe ich Steps gehört? Höre ich überhaupt irgendwas außer euch? Oh, bei mir zappelt es übelst hier. Ich höre gar nichts. Also ich habe weder eine Granate noch einen Schuss gehört. Scaff. Aber wo? Im Lexus wahrscheinlich. Hab ihn. Okay. Ich such den nächsten direkt. Boah, das ist ja, kriegst du nicht rein bei mir. Wieso? Aua, ey, aua, ich krieg Hits. Was ist denn das? Hä? Jetzt kann ich wieder kriechen. Ey, ich bin wieder tot, Alter.